stehen wir vor neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens begründet mit Corona. Am Freitag überschlugen sich die Ereignisse. Erst regte Gesundheitsminister Jens Spahn an, auch Geimpfte und Genesene müssten sich für den Besuch von Veranstaltungen bald testen lassen. Dann verkündete Österreich einen Lockdown für Ungeimpfte. Was das für die Alpenrepublik bedeutet, erfahren Sie in Kompakter Tag am 12. November. Und damit willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind unsere Themen. Marsch der Patrioten. 150.000 Polen tauchen Warschau in ein Fahnenmeer. Schlechtes Gedächtnis. Ein Interview an Weißrusslands Grenze. Asylkrise. Baut Berlin heimlich neue Heime? Österreich. Jetzt kommt der Lockdown für Ungeimpfte. Das Letzte. Kommt jetzt die Oscar-Bewegung? Am polnischen Unabhängigkeitstag zogen am Donnerstag bis zu 150.000 Patrioten durch die Hauptstadt Warschau. Der deutsche Mainstream kommentiert die Feierlichkeiten als nationalistischen Aufmarsch. Kompakter Tagreporter Paul Klemm war vor Ort und konnte sich ein unverfälschtes Bild machen. Ich stehe hier vor dem Kulturpalast in Warschau, an einem Wahrzeichen der Stadt, wo gestern die große Demonstration zum Nationalfeiertag begann. Die wollte der linke Bürgermeister der Stadt, Trzaskowski, eigentlich verbieten. Aber die patriotische Regierungspartei, die PiS-Partei, hat die Demonstration kurzerhand unter ihre Fittiche genommen, hat sie zur Staatsfeierlichkeit erklärt, weswegen sie dann stattfinden konnte. Die Teilnehmerzahl war sehr hoch, auch vor dem aktuellen Hintergrund des Sturms auf die Grenze und vor dem Hintergrund der Drohungen der Europäischen Union gegen Polen. Die Veranstalter sprechen von einer Teilnehmerzahl von 150.000. Ich habe Menschen gesehen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Also Fußballfans waren dabei, es waren viele Patrioten dabei, patriotische Parteien, alte Kinder. Also wirklich Menschen mehrheitlich aus der Mitte der polnischen Gesellschaft. Keinesfalls nur Nationalisten, wie es jetzt in der Presse heißt. Und dass die Regierungspartei sich dieser Demonstration angenommen hat, zeigt, wie gut Politik und Volk hier in Polen noch zusammenarbeiten. Was ein bisschen erschreckend war, war die Deutschenfeindlichkeit. Es wurde zum Beispiel eine schwarz-rot-goldene Flagge verbrannt. Allerdings kann man es den Polen auch nicht verübeln, wenn man bedenkt, welche Personen uns im Ausland vertreten. Man denke nur an Angela Merkel oder Ursula von der Leyen. Und damit zurück ins Studio.